Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda, indem wir diesmal ein wenig ruhiger reinstarten, dass wir diesmal ein wenig ruhiger reinstarten nach meiner letzten Trunkenheitssession. Wir versuchen wieder ein bisschen was schnell abzuarbeiten, damit wir das Spiel irgendwie durchkriegen. Und ich mich dann vom nächsten positiv überraschen lassen kann. Also überaus positiv. Ich bin zuversichtlich. Und wir hatten, glaube ich, das letzte Mal die Loyalitätsmission von Miranda gemacht und deswegen schauen wir jetzt mal bei der vorbei. Ich habe zu arbeiten, Commander. Wenn Sie plauschen wollen, gehen Sie zu Ihrer Freundin Jack. Schmollen Sie ruhig oder beschweren Sie sich beim Unbekannten? Ich schmolle nicht. Und ich habe nicht die Zeit, jedes Mal, wenn Sie versagen, den Unbekannten anzurufen. Ja, ernsthaft? Blöde Schlampe. Also kann ich jetzt auch mit ihr sprechen? Mit Jack? Liegt nah, oder? Habe ich das vielleicht sogar schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Also was eine Tatsache ist, wir müssen wieder zurück zu Ilium oder wie es hieß, das weiß ich. Das ist, was ich jetzt vorhabe, sind nämlich zwei Sachen, die ich schon gemacht habe im ja, Original, in meinem ersten Durchlauf. Hey. Renan Jakob, die Mission. Wir müssen über unsere Beziehung reden. Ich sagte, ich will nicht über alles nachdenken. Ich will nur. Hammer schon. Weißt du, wie das ist, wenn du glaubst, dass du allein bist und sich dann rausstellt, dass das gar nicht stimmt? Ich glaube schon. So schnell musst du nicht zustimmen, du Arsch. Wenn du nachdenken musst, warte ich ein Weilchen. Es ist nur, es ist seltsam für mich und du lässt einfach nicht locker. Wie soll ich darauf reagieren? Du bist seltsam, Shepard. Das macht mich irgendwie an. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, aber egal. Sie sagt immer das gleiche wie vorher. Also das gleiche wie schon in drei Videos, weil ich ja immer wieder herkomme, weil ich ja. Gabby, für Sie ist die Normandie doch eindeutig eine Sie und kein Er, oder? Natürlich, die Normandie ist das süßeste Mädchen von allen. EDI ist auch eine Sie. Ja. Tali ist sogar ganz eindeutig eine Sie. So. Dann. Dann geht es wieder hoch und dann geht es direkt an unseren. Achso, könnten wir noch ins Quartier des Captains noch mal reingucken, ne, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, da hatten wir ein paar Sachen geholt oder so. Da wüsste ich nicht, dass wir was haben. Ehrenmedaille. Das sind die Erfolge, die brauchen wir jetzt auch nicht. Weltraumhamster. Hä? Ach so, der bewegt sich dann wahrscheinlich einfach nur, ne? Wie unnötig. Naja, egal. Was ist das? Auch das habe ich nicht verstanden. Das hat mal Rüstungsmodell. Musikanlage ist wie bei Andromeda, können wir die Musikstücke hören. Was hatten wir hier nochmal? Ich will nochmal kurz hier gucken. Helm. Gut. Das Dumme an dem die ganzen, finde ich einfach nur, dass du dann halt in den Levels auch so rumläuft. Das ist totaler Bullshit. Egal. Bleiben wir jetzt erstmal so. Gehen wir nach Ilium, weil mich das stört, dass wir. Das stört mich wirklich. Ich möchte ja eigentlich gerne. Ich möchte das so haben, dass du halt, wenn du informell bist, ab von alleine hier so irgendwas, was du dir aussuchst, anhast und dass du dann. Dass sich das dann wieder ändert. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich die ganzen Dinger hier noch nicht gemacht, ne? Lass mich raten.
Und ich könnte mal das hier zur Seite tun. So. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das kommt dann nächstes Mal offline. Ich hoffe, ich merke es mir. So, wir müssen nach Ilium wieder. Da wollten wir ja rekrutieren quasi. Und zwar, warte mal, wir rekrutieren. Jetzt kann mir nichts mehr was anhaben. Also können wir eigentlich Charaktere mitnehmen, die wir wollen. Wenn ich das so richtig eruiere. Schön. Daran hapert es auf jeden Fall nicht im Spiel. Wir müssen jetzt gucken, wo gehen wir hin? So, wir können einmal zu Liara natürlich gehen. Das bleibt uns übrig. Also, ich mach das auch gerne. Ich mag ja Liara gerne, aber... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir erstmal nach Liara. Zu. Shopping, Transportation. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja. Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für sie zu arbeiten. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Genau. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Sie können mich dazu nicht zwingen. Oh. Hi, Liara. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Du kannst mich ruhig John nennen. Wie heiß ich? Jack? Jack ist mein Spitzname. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Ja, aber gut, aber auf der anderen Seite, warum sollte sie auch nicht informiert sein? Komm mal lieber mit. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Informationen beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen.
Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so... Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Wir reden später, Liara. Okay. Also, wir haben drei Sachen. Wir sollen einmal für Sie etwas tun. Sicherheitsknoten hacken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Eternity Barpan-Serie, Normandie, Service-Technologie, Lira, Überwachungsbüro, Baria, Frontiers, Taxistand, Erinnerung an Ilium, Tor, Selbstverwertung, Tor. Okay, ich muss gucken, wie wir wohin kommen. Ich bin oft viel zu voll, gerade nachzudenken. Was wir hier tun können, ist halt immer Ausblick. Oh, dieser verfickte Dreckstimme, ne? Ich könnte den töten. Ich brauche überall nur Alter, volles von jedem von den Viechern einfach mit einem fetten Gewehr in Rüssel schießen. Was für eine Scheißkreation. Dann soll doch mal einer wegen Angara was sagen, Alter. Okay, das hatten wir. Hier hatten wir auch, hier war ja der Kontakt von Dings, genau. Eventuell haben wir hier schon nichts mehr zu tun, das hatten wir auch. Okay. Gut, das heißt also, wir müssen, glaube ich, nur zu dem Taxistand erstmal, zum Transportstand. Wenn ich mir das so richtig reinziehe. Ich weiß auch nicht, inwiefern. Also das Rekrutieren ist ein Muss, glaube ich. Ich weiß nicht, inwiefern das bei Yara ist. Familie Kerosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Das Shepard-Stipendium für Erdkinder aus einkommensschwachen Familien hat seine Arbeit aufgenommen. Der berühmteste Mensch der Galaxie verbrachte auf der Erde eine schwere Kindheit. Durch oh mein Gott. Auch nicht schön, oder? Also im Prinzip
müssen ja doch immer erstmal jeder kennenlernen, oder die meisten wissen nicht, wie er aussieht, aber jeder weiß, dass er der größte Mann auf gottesgrüner Universum ist. So, was haben wir hier? Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Sagen Sie mir einfach, was Sie über ihn wissen. Ich war für die Sicherheit von Asana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dantius Towers. Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Ich bin jetzt bereit. Genau das will ich hören. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Ich würde das sogar sagen, wenn ich es nicht wäre. Die haben hier auch immer was, falls ich das noch erwähnt habe, diese Sequenzen, wie du irgendwo landest und so, ne? Das finde ich auch ganz cool gemacht. Nein. So, wir haben das gleiche, haben wir gerade erst gemacht. Und wir können dann quasi. Haben wir hier noch. Können wir hier noch vielleicht irgendwas Besseres machen? Schrotflinte, Katana. Ja, das bin ich auch nicht durchgestiegen. Also du hast jetzt so viel die gleiche Scheiße immer. Na egal. Ist mein Hirn auch gar nicht bereit genug heute für. Wenn Sie sich dem Penthouse nähern, werden Sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Sowas, das finde ich wieder scharf halt, ne? Das finde ich geil. Da sind sie, die Dantius Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Vielleicht finden wir ihn, bevor es zum Äußersten kommt. Mag sein. Zumindest wissen sie, wohin er unterwegs ist. Ja, bringen sie uns rein, ne? Also gut, gehen wir es an. Oder wäre das... Oder wäre Turm jetzt eine Frage gewesen? Ich steige manchmal nicht ganz durch. Ich mache auch bestimmt viel falsch beim Antickern von den Gesprächsoptionen, aber... Also tut mir leid. Für alle, die jetzt zugucken und sagen, bla bla bla, ich bin da halt kein Profi in dem Spiel, ne? Will ich auch gar nicht. Sie haben nicht viel Zeit, man wird Sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Alter, ich baue so auf das dritte Spiel. So doll. Geliebte Gegner. Ups. Waffen bereit machen. Jetzt kann mir nichts was anhaben. Oh Mensch, habe ich das vermisst. Oh, da war ich schon fast wieder durch Materie durchgelaufen. Gut aufpassen, Shepard, Alter. Und ich meine nicht dich, ich meine mich.
Mir gefällt die Art, wie die sich bewegen überhaupt. Ich sieht so komisch aus, wie ein Stock im Arsch. Das ist zum Beispiel, was ich nicht mag. Was mich voll abtönt. Und wo müssen wir da überhaupt lang? Warte mal, habe ich eine Karte? Nee, habe ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall dahin, weil da ist schon mal irgendwie was zum Hacken wahrscheinlich. Ne? 100 Credits. Weiß, orange, weiß, grün. Ah, fuck you. Okay. Entschuldigung, manchmal bin ich still. Ich bin hier sowieso, ich werde sowieso nicht viel reden heute, weil ich da viel zu baller zu bin halt. Aber auf jeden Fall warten wir schon mal zur richtigen Seite, weil hier gibt es halt sonst nichts, wie es aussieht. Hervorragend. Hilfe! Erlebt. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Wer war das? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassana hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Sie haben sie einfach angegriffen? Ja. Wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Er ist ziemlich schwer verwundet. Er braucht Hilfe. Ich kann nicht atmen. Hier, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Er weiß nicht, wo der Attentäter ist. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Ja. Ich tue, was ich kann. Danke. Ich hoffe, in dem dritten Teil hat man dann auch die Leute ungefähr so die gleichen, die man hier hat. Also so ein Plus Minus, also ich hatte mir auch nicht Liara, aber ne, ihr wisst, was ich meine, Hauptsache so 2, 3 wenigstens. Also ich hätte mich freuen, wenn ich im dritten Teil Jacob habe. Also ich bin mir sicher, mit den Tussis, das ist wahrscheinlich wieder die dämliche Ashley oder Miranda, die man gerne mag, wie das immer so ist, die kriegt man nicht. Jacob, ihr müsst auch mal zusehen, dass ihr nichts mehr was anhaben kann jetzt hier. Oh, der war gut. Eieiei. Ist der tot? Ja. Gut so. Immer besser, wenn ihr nichts was anhaben kann. Okay. Böses Kind.
Barriere! Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh, entglitscht dich. Jo, tot. Gut. Ihr habt gesehen, das war nicht meine Schuld. Das lag an diesem perfekten Spiel. Diesem überaus perfekten Spiel. Dieser überaus perfekten ersten Dreier-Serie, die alles richtig macht. So mache ich die Mission natürlich doch nicht schnell, ne? Also das ist jetzt doch nicht so schnell dann. So, kann ich den ganzen Raum auch nochmal machen. Schön. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen. Das muss wehtun. Jupp. Alles gut. Hab ich ihn getroffen? Nee, ne? Oh, ist leer. Ja, schade. Das war's für dich. Ziel am Boden. Okay. Haben wir sie. Ah ja. Aua. Wer schießt? So, erstmal will ich hier noch mal ein bisschen Sachen, die hier rumliegen, nehmen. Ne? Hier müssen wir irgendwo unsere Waffen hier wieder auftanken. Wir werden ja wohl geschissen kriegen, alleine ein bisschen zu kämpfen, oder? Mein Gott. Alter. Errichte eine Barriere.